Offiziere, die ihre Soldaten betrügen, Templer ohne Anführer, ein Dämon, der den Lordsucher imitiert. Wir hätten sie zur Rede stellen sollen. Die Verbrechen, die sie begangen haben... wurden von ihren Offizieren begangen. Die Soldaten des Ordens werden uns dienen. Angesichts dieser Verbrechen sind sie auf unsere Gnade angewiesen. Und doch profitiert die Inquisition nicht von dieser Allianz, wie sie sollte. Ihr hättet mit uns reden sollen, Herold. Trotzdem müssen wir uns auf sie vorbereiten. Ich kenne einige Leute, die mit Lyrium handeln. Normalem Lyrium. Wenn ihr so freundlich wärt, einen Kontakt herzustellen, kümmere ich mich um das Finanzielle. Mit wie vielen Templern rechnet ihr? Einige Dutzend Veteranen kommen vor dem Rest, um uns beim Schließen der Bresche zu helfen. Wann werden diese Veteranen eintreffen? Sie sind fast da. Templer kommen nicht gerne zu spät. Beim Erbauer! Wartet! Ich kam mit euch, um zu helfen. Ich hätte es euch schon eher gesagt, aber ihr wart beschäftigt. Ihr habt uns nur erschreckt, weil ihr aus dem Nichts aufgetaucht seid. Nicht aus dem Nichts. Ich war hier. Ihr habt mich nur nicht gesehen. Wie die meisten Leute, bis ich es ihnen erlaube. Ruft die Wachen! Diese Kreatur ist nicht, wofür ihr... Einen Moment bitte, Cassandra. Ich will wissen, warum er gekommen ist. Ihr helft den Leuten. Ihr habt sie gerettet, als sie gestorben wären. Das will ich auch tun. Ich kann helfen. Wie und warum würdet ihr der Inquisition helfen? Das Loch im Himmel ist so laut, dass kein Geist denken kann. Es bringt allen Schmerz. Ich will, dass es aufhört. Wie selbstlos von euch. Ich will helfen. Ich kann praktisch unsichtbar sein. Ich kann Dinge töten, die Leute verletzen. Ich werde nicht im Weg sein. Cole hat mir in Theronfalls Schanze das Leben gerettet. Ohne ihn hätte ich Neid nicht besiegen können. Aber was will er jetzt? Ich glaube, er versucht wirklich, uns zu helfen. Ich werde nicht im Weg stehen. Ich bin klein, mache keinen Ärger. Niemand bemerkt mich, es sei denn, ihr wollt es. Ihr schlagt nicht ernsthaft vor, dass wir ihm gestatten, sich im Lager frei zu bewegen. Vielleicht nicht frei, aber es wäre eine Schande, ihn... Wartet! Wo ist der hin? Ein guter Trick. Ihr werdet euch daran gewöhnen. Wir sollten herausfinden, ob er ihn weitergeben kann. Ich lasse den Jungen von meinen Leuten beobachten, aber wir sollten uns dadurch nicht von der Bresche ablenken lassen. Wir werden eure Hilfe brauchen, wenn die Templer-Veteranen eintreffen. Bereitet euch vor, solange noch Zeit ist. Ich weiß eure Unterstützung in dieser Angelegenheit zu schätzen, Lady Corpin. Und meine Arbeiter schätzen die Zusammenarbeit mit euch. Ihr bekommt euer Lyrium Ende der Woche. Allerdings, werte Botschafterin, war die Kirche ziemlich verärgert, als sie von unserer Übereinkunft erfuhr. Die Inquisition scheint den obersten Klerikerinnen wirklich ein Dorn im Auge zu sein. Allerdings sind wir guten Mutes, dass wir auch sie überzeugen können. Wie ich höre, wart ihr maßgeblich daran beteiligt, die Hilfe der Templer zu gewinnen. Das ist gut. Und ich bete, dass diese Inquisition mit Magie besser umzugehen weiß als die Kirche. Wir werden unser Bestes tun. In gewisser Weise hat der Andraste die einfachere Aufgabe. Magie soll dem Menschen dienen und darf ihn nicht beherrschen. So sollte es sein. Leider verrät uns diese Weisheit nicht, wie wir diesen Zustand erreichen. Zu oft haben die Taten der Menschen ihre hehren Ziele schon zunichte gemacht. Wenn ihr die Bresche erst einmal geschlossen habt, werden wir sehen, ob diese Inquisition der Kirche näher steht oder ihrem eigenen Selbstverständnis. Könnt ihr mir sagen, wie es unseren Leuten geht? Was wollt ihr wissen? Wie geht es den Bewohnern von Haven? Ihr habt gut daran getan, die Templer für eure Sache zu gewinnen. Seitdem haben die Leute Hoffnung, die Bresche könnte geschlossen werden. Einige von ihnen kehren zu ihrem alten Leben zurück. Andere fangen noch einmal von vorne an.
Allerdings glauben sie nicht mehr an die Welt, denn sie wissen, dass sie eines Tages untergeht. Habt ihr Informationen über andere Gegenden? Die Flüchtlinge in den Hinterlanden sind verzweifelt. Wenn ihnen niemand hilft, wir... Als dann, ich empfehle mich. Guten Tag, Herold. Wer war das, Botschafterin? Eine Händlerin. Ich dachte, wir sollten den Zwergen die Hand reichen, um die Templer der Inquisition mit Lyrium zu versorgen. Laut Lady Corbin hat das den Zorn der Kirche erregt. Wie das? Durch das Lyrium gewinnen wir mehr Einfluss, als die Kirche erwartet hatte. Wir werden langsam lästig. Traurigerweise scheinen die verbliebenen obersten Klerikerinnen die Macht der Kirche festigen zu wollen, anstatt die Massen zu trösten. Der Niedergang der Magierzirkel begann schon vor Jahren. Die Kirche steckte schon vor der Ermordung der Göttlichen in Schwierigkeiten. Dennoch hegen viele Leute noch immer große Liebe für sie. Wir werden nicht von ihrem Verfall profitieren. Allein die Kirche verbindet Orlais, Nevara, Ferelden, Antiva und selbst Rivain in ihrem gemeinsamen Ringen. Hat die Kirche diesen Frieden wirklich befördert? Andrastes Gesang ist allenorts bekannt und gilt als Quelle zahlloser gemeinsamer Bräuche. Das ist der springende Punkt. Gemeinsamkeit ist die Grundlage aller Verhandlungen. Ihr denkt also, wenn alle auf den Gesang hören, läuft alles wie geschmiert? Ich denke, dass Gemeinsamkeit nur ein Anfang ist, allerdings ein sehr wichtiger. Wir müssen lernen, unsere eigenen Bedürfnisse zurückzustellen, um den Frieden in Thedas zu sichern. Habt ihr vor, die Geschicke der Welt zu lenken, Botschafterin Montilly? Ich glaube, diesen Kurs hat die Inquisition längst eingeschlagen. Was mich zu einer Frage bringt, falls ihr einen Moment Zeit habt. Die verbliebenen obersten Klerikerinnen fordern in einem Sendschreiben Aufklärung über die Ereignisse am Tempel der Heiligen Asche. Sie wollen wissen, ob die Inquisition offiziell behauptet, dass euch Andraste aus der Bresche gerettet hat. Wenn es nach euch ginge, was würdet ihr ihnen antworten? Ich würde der Kirche sagen, dass ich aufgrund der Umstände gerettet wurde, nicht durch göttliche Intervention. Angesichts der Gerüchte, dass ihr Andrastes Herold seid, werden die obersten Klerikerinnen eine so bescheidene Antwort aber wohl kaum glauben. Eine schwierige Situation. Danke für eure Antwort. Ich wünsche euch einen guten Tag. Guten Tag. Wie sehen uns die Leute? Wir haben bei den Adligen viel Wohlwollen erlangt. Und sie werden freundlich daran erinnert werden. Bis zum nächsten Mal. Gesegnet seien die, die dem Verruchten und Gottlosen entgegentreten und nicht weichen. Gesegnet seien die Hüter. Die Templer werden ein Gewinn für diese Inquisition sein. Zu schade, dass wir nicht auch die Magier für uns gewinnen können. Gibt es etwas, das ich wissen sollte? Dass sich die Templer der Inquisition angeschlossen haben, hat für unser Ansehen Wunder bewirkt. Die Leute vertrauen denen. Ich mache mich wieder an die Arbeit. Die Templer werden ihre Macht also nutzen, um die Bresche zu schließen. Jede Gruppe, die von einem Dämon verdorben wurde, muss sorgfältig beobachtet werden. Aber wenigstens wissen sie, wie man kämpft. Die Templer sind ein mächtiger Faktor. Das Ding, das sie kontrollierte, war nicht irgendein kleiner Dämon. Schön und gut. Aber vergesst nicht, der Dämon, mächtig hin oder her, war nur ein Diener des Ältesten. Apropos, ihr solltet euch bereit machen. Wofür? Diesen Ältesten. Ihr habt seine Pläne nun schon zweimal durchkreuzt. Einmal im Tempel der Heiligen Asche und jetzt bei den Templern.
Ein Wesen, das nach Göttlichkeit strebt, wird einen solchen Affront wohl kaum hinnehmen. Hier wimmelt es von Templern. Die besten Blechdosen sind hier, um uns zu retten. Die Burschen sind ziemlich nützlich, schätze ich. Sofern sie bleiben und tun, was man ihnen sagt. Aber genau das scheint ihr Problem zu sein. Ich bin nicht sicher. Mögt ihr die Templer oder nicht? Ob ich sie mag? Sie machen für gewöhnlich ihre Arbeit. Reicht das etwa nicht? Ist sonst noch was? Ich komme wieder, falls ich euch brauche. Nur zu. Bringe nur die Becher zurück, Flisse. Danke, dass du uns was zu trinken gebracht hast. Die Templer schließen sich also der Inquisition an. Cullen hin oder her, das hätte ich nie für möglich gehalten. Allerdings hätte ich nach Kirkwall auch nicht gedacht, dass irgendjemand freiwillig rotes Lyrium benutzen würde. Die Templer müssten eigentlich am besten wissen, was diese Scheiße den Leuten antut. Dass es noch mehr von dem Zeug gibt, reißt ein ziemliches Loch in meine Theorie, dass im Tempel nur rein zufällig rotes Lyrium herumlag. Wie schnell wächst rotes Lyrium? Wie schnell breitet es sich aus? In Kirkwall wurden die Leute erst nach Jahren infiziert, allerdings hat das Zeug dort niemand gegessen. Dieser Älteste hat es geschafft, das Schlimmste, das ich mir vorstellen kann, noch schlimmer zu machen. Das ist eine reife Leistung. Ich würde gern weiterhin hoffen, dass es Zufall war, wenn ihr nichts dagegen habt. Sonst kann ich nachts nicht schlafen. Ganz ehrlich, ich denke, ich werde auf absehbare Zeit nicht mehr schlafen. Ich habe ein paar Leute beauftragt, herauszufinden, woher dieses rote Zeug kommt. Vielleicht sollten wir uns auf diese Frage konzentrieren. Aber jetzt ist erstmal Schluss mit der Schwarzmalerei. Ihr habt gerade einen großen Sieg für die Inquisition errungen. Wie wollt ihr ihn feiern? Gute Frage. Wir sollten feiern. Wie wäre es mit einem Bankett? Was haltet ihr davon? Ein Wort zu Josephine und ich bin sicher, sie kann alles arrangieren. Ich glaube nicht, dass in der nächsten Stunde viel passieren wird. Ihr solltet diesen Moment der Ruhe genießen. Und falls in der Zwischenzeit die Welt untergeht, lässt es uns die Sucherin bestimmt wissen. Ihr habt die Templer aufgenommen und sie in voller Stärke belassen. Trotz ihrer Taten. Es waren ihre eigenen Leute. Es ist gefährlich, wenn zu viele Männer in derselben Rüstung denken, sie hätten recht. Ihr solltet euch vorbereiten. Es wird bereits lauter. Was wird lauter? Ich weiß es nicht. Aber da sind Echos, die über uns schwappen. Wellen, die ein Stein in einem Teich erzeugt, nur rückwärts. Aber zuerst werdet ihr sie schließen. Ich hoffe, der Schmerz lässt nach. Ich helfe euch, wenn ich kann, aber ich drücke mich nicht immer richtig aus. Ihr habt mir in der Festung der Sucher geholfen. Von mir aus könnt ihr euch ausdrücken, wie auch immer ihr wollt. Ich habe geholfen. Es ist schön, das zu hören. Ich werde es versuchen. Ich würde mit euch gerne über die Templer sprechen. Sie sind voller vergessener Lieder, wie Varric. Und einige von ihnen sind zu laut. Es ist schwer, in ihrer Nähe zu sein. Cullen ist sanfter, aber der Dämon stellte ihm Fragen, die ihn verletzten. Evangeline war freundlicher. Ich will es erklären, aber ich... Rhys Mutter sprach mit Geistern, aber nicht mit ihm. Dann starb sie für eine Templerin, die er liebte. Worte sind nur verzerrte Echos von Ereignissen. Was haltet ihr von den Templern im Allgemeinen?
einige von ihnen mögen es, Magiern wehzutun. Es macht sie glücklich oder weniger verängstigt. Oder er träumt wieder und wacht zitternd auf. Er durchsucht das Gelände nach einer, die wie sie aussieht. Es gibt immer eine Regel, die gebrochen wird. Aber nicht alle Templer hören zu, wenn sich das Flüstern in ihnen windet. Sie versuchen, die Leute zu beschützen. Wie Cullen. Die Guten unter ihnen erinnern sich daran, dass auch Magier Leute sind. Könnt ihr mir genauer erklären, wie sich die Templer für euch anfühlen? Sie fühlen sich älter an, als sie aussehen. Sie wurden verändert und ihre Körper sind nun unvollständig. Das Lyrium hilft ihnen, aber ihre Körper sehnen sich immer nach einer Verbindung zu etwas Älterem. Etwas, das größer ist als sie. Deshalb blockieren sie Magie. Sie greifen nach diesem anderen Ding und für die Magie bleibt kein Raum, um sich zu entfalten. Genauso ist es auch, wenn ich Varric lausche. Könnt ihr mir genauer erklären, inwiefern sich die roten Templer von anderen Templern unterscheiden? Das rote Lyrium ist anders, dunkler, wie Dolche unter der Haut. Es frisst euch innerlich auf, bis nichts mehr von euch übrig ist. Sie hören ein anderes Lied. Das Lied hinter der Tür, die altes Geflüster geöffnet sehen will. Sie sind leblos, lichtlos und leer. Wir unterhalten uns später. Vermutlich. Den Bauch voller Gebete schmort sie wie Schinken. Der Glaube an Göttliches gewährt einer Sucherin Schutz. Ich würde mit euch gerne über... Ich verstehe. Ein Dolch kann eine Möglichkeit sein, Leid zu beenden. Doch selbst wenn nicht, so ist er doch immer noch ein Dolch. Die Inquisition ist nicht real, solange sie nicht irgendetwas Reales dazu macht. Sie ist wie ein Geist. Wir unterhalten uns später. Woher wisst ihr das? Guten Tag. Da wusste ich es. Und Scham erfüllt mein Herz. So heiß. Hier, trinkt es. Ich wollte euch danken. Es gibt hunderte von Dingen, um die ihr euch kümmern müsst. Ihr hättet euch nicht die Zeit nehmen müssen, um mir zu helfen. Und doch habt ihr es getan. Wenn die Geschichte, der ihr nachjagt, den Wächtern hilft, dann war es das wert. Ihr habt euch als ehrenhafte Frau erwiesen. Als Frau mit Prinzipien. Ich hege große Bewunderung für euch. Ich war mir nie sicherer als jetzt, dass meine Entscheidung, mich euch anzuschließen, die richtige war. Die Zukunft wird uns noch reichlich Gelegenheiten bieten, sogar noch mehr zu tun. Ich freue mich darauf. Ich möchte mehr über euch erfahren. Verglichen mit eurem wird euch mein Leben äußerst langweilig erscheinen. Euer Name Blackwall klingt nicht orlesianisch. Kommt ihr aus den Marschen? Aus Ferelden? Ich stamme aus den freien Marschen, zumindest ursprünglich. Aus Morkham. Aber das war vor langer Zeit, in einem anderen Leben. Es heißt, viele Wächter wären früher Verbrecher gewesen. Ihr habt recht, und wenn man ihnen beitritt, ist die Vergangenheit vergessen. Belassen wir es also dabei. Was habt ihr gemacht, bevor ihr ein Wächter wurdet? Ich war Soldat, ein Niemand, der dazu ausgebildet wurde, ein Schwert zu führen und Befehle zu befolgen. Irgendwann war ich es dann leid, die Kriege anderer auszufechten. Also wurdet ihr ein Wächter? Mehr oder weniger.
Ein grauer Wächter zu werden, gab mir zum ersten Mal ein Gefühl von Bedeutung. Verglichen damit wirkt das Leben, das ich vorher führte, leer. Vielleicht wird es ja eines Tages ganz verblassen. Warum habt ihr euch den Wächtern angeschlossen? Weil sie sich erinnern, was Ehre und Opferbereitschaft sind. Worte, die für uns andere nur wenig Bedeutung haben. Weil sie ihr Leben für diejenigen geben, die zu schützen sie geschworen haben. Wir alle brauchen den Glauben, dass es auf der Welt solche Männer gibt. Und ich musste glauben, dass ich einer von ihnen sein könnte. Wir können dieses Gespräch ein andermal fortsetzen. Natürlich. Gesegnet seien die Rechtschaffenen, die Lichter im Schatten. Es muss etwas geschehen, unverzüglich. Gar nichts wird geschehen. Kommandant Cullen sagt dasselbe. Das ist ungeheuerlich. Hier sind Magier, von denen wir wissen, dass sie sich abscheulicher Verbrechen schuldig gemacht haben. Wollt ihr ihnen das durchgehen lassen? Ja, und dasselbe werdet auch ihr tun. Wir sind nicht hier, um den Orden zu verhätscheln. Ihr seid ein Verbündeter, also verhaltet euch auch wie einer. Und wie bitteschön sollen wir... Findet euch damit ab. Es hört offenbar nie auf. Gibt es ein Problem mit den Templern? Kann ich vielleicht helfen? Die Templer müssen lernen, dass sie auch noch etwas anderes können, als Magier zu jagen. Es ist nicht leicht für sie. Im Grunde ist das alles euer Werk. Ihr habt dieses Bündnis geschmiedet. Nun, ich hoffe, es wird funktionieren. Uns bleibt ja keine andere Wahl, oder? Oh, ich klinge, als würde ich euch Vorwürfe machen, oder? Ich will euch nicht kritisieren. Meiner Meinung nach habt ihr das Richtige getan. Ihr habt eine Entscheidung getroffen, als es notwendig war. Und hier sind wir nun. Ich wünschte, ich könnte sagen, es wäre mein Werk gewesen. Wir wären überhaupt nicht hier, wenn ihr euch nicht gegen die Kirche gestellt hättet. Nett, dass ihr das sagt. Ihr unterschätzt den Anteil, den ihr an all dem hattet. Lasst uns die Bresche schließen. Dann können wir sagen, wie erfolgreich ich war. Oder wie auch immer er sich selbst nennt, mag uns in Theronfall vielleicht geholfen haben. Aber das heißt nicht, dass wir ihm trauen sollten. Ich verbürge mich für Coles Charakter. Gebt ihm eine Chance. Es wäre mir lieber, wenn er sich von mir fernhält. Aber ich schätze, meine Bedenken können warten. Wir müssen uns auf die Bresche konzentrieren. Die Templer treffen ihre letzten Vorbereitungen. Nach dem, was mit dem Lordsucher geschehen ist, sind sie begierig darauf, sich zu beweisen. Die Templer sind für die Geschehnisse in Theronfall nicht verantwortlich. Sie haben jedes Recht, hier zu sein. Ich stelle nicht diejenigen in Frage, die sich uns angeschlossen haben, sondern jene, die sie zuvor verraten hatten. Ich wusste, dass Teile des Ordens korrupt waren, aber rotes Lyrium? Was haben sie sich nur dabei gedacht? Wenn ihr nicht nach Theronfall gegangen wärt, hätte es niemanden mehr gegeben, der noch zu retten gewesen wäre. Gibt es irgendetwas, wovon ich wissen sollte? Ich bin froh, dass die Sturmbullen auf unserer Seite stehen. Sie wissen, was sie tun. Auch wenn es nicht immer den Anschein hat. Gibt es irgend... Im Moment nicht. Das wäre vorerst alles. Dann bis zum nächsten Mal. Kann ich euch irgendwie behilflich sein? Lady Trevelyan von Ostwick als Vertreterin der Inquisition. Welch Freude, euch kennenzulernen, meine Dame.
Es wird so ermüdend, bei jedem Anlass immer nur dieselben Gesichter zu sehen. Ihr seid also ein Gast von Madame de Fer. Oder seid ihr wegen Herzog Bastien hier? Seid ihr geschäftlich hier? Ich habe die wunderlichsten Geschichten über euch gehört. Es ist unvorstellbar, dass auch nur die Hälfte davon wahr sein könnte. Was habt ihr über mich gehört? Es heißt, ihr wärt in die Festung der Templer gestürmt und hättet sie an den Haaren zurück zum Glauben geschleift. Dieser Name sagt mir nichts. Ich bin auf Einladung der ersten Verzauberin Vivienne hier. Madame de Fer ist ein liebevoller Spitzname des Hofes für Lady Vivienne. Ich habe gehört, sie findet ihn amüsant. Ich weiß nur wenig über Herzog Bastien. Er wurde in letzter Zeit nicht sonderlich oft bei Hofe gesehen. Seine Aufgaben für den Rat der Herolde führen ihn häufig für lange Zeit von zu Hause fort. Das kann für einen Mann seines Alters nicht gut sein. Und dann ist da natürlich auch noch der Bürgerkrieg. Bastien hofft vermutlich darauf, sich von den Taten seines ehemaligen Schwiegersohnes distanzieren zu können. Wie er in seinem törichten Streben nach Macht in den Dales gewütet hat? Dafür wird Gespard in Schande enden. Das wissen alle. Es kümmert mich nicht, was man über mich erzählt. Das sollte es aber. Das Spiel hat schon weitaus mächtigere Institutionen als eure Inquisition vernichtet. Die Inquisition? Was für ein Haufen Mist. Gefallene Schwestern und verrückte Sucherinnen? Man kann sie einfach nicht ernst nehmen. Jeder weiß doch, dass sie nur einem Haufen politischer Ausgestoßener als Vorwand dient, um Macht zu erlangen. Ich habe die Templer wieder auf den rechten Weg geführt. Ihr habt einen Haufen benebelter Lyriumsüchtiger zusammengetrieben. Sehr gut. Soll ich euch dafür etwa Beifall spenden? Wir wissen, was eure Inquisition wirklich ist. Wenn ihr eine Frau von Ehre wärt, würdet ihr jetzt vortreten und auf diese Vorwürfe reagieren. Mein lieber Marquis, wie unhöflich von euch, in meinem Haus einen derartigen Ton anzuschlagen. Und das gegenüber meinen Gästen. Ihr wisst, ein derartiges Benehmen ist untragbar. Madame Vivienne, ich bitte demütigst um Verzeihung. Das solltet ihr auch. Was soll ich nur mit euch machen, mein Lieber? Werte Dame, ihr seid in dieser unseligen Angelegenheit die gekränkte Partei. Was soll ich eurer Meinung nach mit diesem törichten Mann machen? Ich denke, der Marquis ist sich bewusst, dass er einen Fehler gemacht hat. Es ist Andrastes Gnade, die euch das Leben schenkt, mein Lieber. Geht in Zukunft vorsichtiger damit um. Wie schön, dass ihr es einrichten konntet, dieser kleinen Zusammenkunft beizuwohnen. Erlaubt mir, dass ich mich vorstelle. Ich bin Vivienne, erste Verzauberin von Mont-Simard und Verzauberin des kaiserlichen Hofes. Könnte dieser Marquis ein Problem sein? Seine Tante ist die Vicomtesse von Mont-de-Glace. Keine mächtige Familie, aber sehr angesehen. Und sehr religiös. Sie werden Alphonse wegen der Sache enterben. Es war nicht das erste Mal, dass er Schande über seine Tante brachte, aber gewiss das letzte Mal. Und nach dieser öffentlichen Demütigung wird er vermutlich in die Dales gehen, um sich den Kriegsbemühungen der Kaiserin anzuschließen. Entweder um alles zum Guten zu wenden oder um wenigstens einen Funken Selbstachtung zurückzugewinnen. Enchanté, Lady Vivienne. Ah, ich habe euch nicht auf das Chateau eingeladen, um Freundlichkeiten auszutauschen. Seit dem Tod der göttlichen Justinia liegt die Kirche in Scherben. Aber ihr habt den Templerorden wiederhergestellt. Das war ein Kraftakt. Als die Anführerin der letzten loyalen Magier von Thedas, halte ich es für richtig, euch meine Hilfe anzubieten. Ihr sagt, ihr führt die letzten loyalen Magier an. Loyal wem gegenüber? Den Bewohnern von Thedas natürlich. Wir haben im Gegensatz zu einigen anderen
Das Gebot nicht vergessen, dass die Magie den Menschen dienen soll. Ich unterstütze jeden Versuch, die Ordnung wiederherzustellen. Dann seid ihr dafür, die Magier zum Zirkel zurückzubringen? Wo sonst können Magier lernen, ihre Talente zu beherrschen? Wir brauchen eine Institution zum Schutz und zur Pflege der Magie. Nur der Erbauer weiß, dass die Magie beides nicht ohne Hilfe finden wird. Ihr sagt, ihr führt die letzten loyalen Magier an. Loyal wem gegenüber? Den Bewohnern von Thedas natürlich. Ich unterstütze jeden Versuch, die Ordnung wiederherzustellen. Was genau könnt ihr für die Inquisition tun? Ich bin mit der Politik des Reichs von Orlais bestens vertraut. Immerhin kenne ich sämtliche Mitglieder des kaiserlichen Hofes persönlich. Ich habe Zugriff auf alle verbliebenen Ressourcen des Zirkels. Außerdem bin ich eine leidlich gute Magierin. Reicht das? Die Inquisition ist stolz, euch in ihrer Mitte begrüßen zu können, Lady Vivienne. Das ist der Beginn von etwas ganz Großem. Das garantiere ich euch. Es ist gut, dass ihr so viele Templer gerettet habt, meine Liebe. Wir werden jeden Templer benötigen. Aber sie brauchen die entsprechende Führung. Wir müssen außerdem unsere Lyrium-Vorräte deutlich aufstocken. Die Kirche hat möglicherweise Bestände, auf die wir zurückgreifen können. Callum wird sich darum kümmern. Er muss bereits eine Quelle für Nachschub haben. Zweifellos. Aber das wurde vor dem göttlichen Konklave arrangiert. Die Situation hat sich geändert. Die Bresche hat mehr getan, als nur den Himmel zu verschandeln. Der Schleier selbst ist gerissen. Alle Magier, so fähig sie auch sein mögen, laufen nun Gefahr, Dämonen anzulocken. Ihr werdet in dieser Krise vermutlich feststellen, dass die Templer trotz all ihrer Fehler das Einzige sind, was zwischen uns und dem Chaos steht. Ihr habt eine ziemlich schlechte Meinung von euren Magierkollegen. Es ist weniger eine Meinung, als vielmehr die Erkenntnis des Offensichtlichen. Magie ist gefährlich, ebenso wie Feuer gefährlich ist. Jeder, der diese Wahrheit vergisst, wird sich verbrennen. Ihr rennt bei mir offene Türen ein, Vivienne. Verratet mir etwas, meine Liebe. Da ihr zweifelsohne an ihrer Gestaltung beteiligt sein werdet, welche Zukunft seht ihr für die Magier? Magier sollten nicht aus der Kirche ausgeschlossen sein. Wer kennt die Gefahren der Magie besser als ein Magier? Eine interessante Vorstellung. Eure Gedankengänge sind wirklich ausgesprochen faszinierend. Ich schätze, wir haben so einiges, worüber wir nachdenken sollten, meine Liebe.